Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben CatCast PDF Passwortknacker und das will ich euch heute kurz vorstellen. Und dazu muss ich erstmal erklären, was gibt es überhaupt für Arten von Passwörtern im PDF-Format. Dazu nehme ich kurz unseren PDF-Editor und erstelle einmal eine neue PDF-Datei und kann hier unter dem Reiter Sicherheit die Datei verschlüsseln. Hier habe ich zwei verschiedene Passwörter. Einmal habe ich ein Besitzerpasswort und dann ein Benutzerpasswort. Das Besitzerpasswort kann ich hier festlegen und das benötige ich. Ich speichere mal die Datei. Das benötige ich im Grunde. Ich tue mal hier die Einschränkungen setzen. Wenn ich im Adobe Reader, ich habe die Datei jetzt mit Adobe Reader geöffnet und gehe jetzt mal auf Eigenschaften, Sicherheit. Jetzt sehe ich halt, hier ist ein Kennwortschutz drin. Und da sehe ich die Einschränkungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Datei drucken will, steht hier nicht zulässig. Das heißt, ich kann hier auf Datei drucken, geht nicht mehr. So. Und ich kann aber die Datei ohne Kennwort anzeigen. So, den Schutz kann ich jederzeit mit dem PDF-Passwortknacker ohne Probleme entfernen, denn hier ist die Datei eigentlich nicht wirklich richtig verschlüsselt. Das heißt, es ist zwar ein Kennwort irgendwo hinterlegt, was dann abgefragt wird, wenn die Datei gedruckt werden soll, aber das ist im Endeffekt eine Entscheidung von dem Programm, was die Datei anzeigt, ob das Kennwort nun abgefragt wird oder nicht. Auch unser PDF-Editor hält sich da überhaupt nicht an die Einschränkung. Ich kann die Datei hier ohne Probleme im PDF-Editor auch öffnen und die Sicherheit einfach entfernen. Genauso kann ich das in PDF-Sicherheit. Ich klicke die Datei einfach an, klicke dann auf Speichern und dann öffnet sich die Datei jetzt im Adobe Reader und ich kann wieder ganz normal drucken. Der Kennwortschutz ist entfernt, keine Sicherheit mehr und ich kann wieder alles mit der Datei machen. Also das ist die große Funktionalität von dem PDF-Passwortknacker. Jetzt gibt es aber allerdings noch ein zweite Art von Kennwort, und zwar ist das Benutzer-Kennwort. Das wird benötigt, um die Datei anzuzeigen. Wenn ich das jetzt speichere, so kann ich die Datei, ohne dass ich das noch die alte Datei, ich mache die mal zu, dass man das besser sieht, ich kann die Datei ohne das Kennwort nicht öffnen. So, wenn ich das Kennwort kenne, kann ich die Datei öffnen und habe dann auch die Einschränkungen, die ich dann halt gesetzt habe oder nicht gesetzt habe. Und genauso ist es auch im PDF-Passwort-Knacker hier. Das heißt, ich kann die Datei ohne Kennwort nicht öffnen, aber kenne ich das Kennwort, kann ich das eingeben und kann die Datei speichern und dann wird das Kennwort einfach entfernt. Das heißt, jetzt ist das Kennwort entfernt. Ich kann die Datei öffnen ohne Kennworteingabe. Ich habe keine Beschränkungen mehr in der Datei. So, also das ist das, was das Programm PDF-Passwort-Knacker im Prinzip machen kann. Also wenn ich ein Besitzerpasswort habe, also zum Beispiel einfach die Datei nicht drucken kann, nicht kopieren kann oder was auch immer, dann kann ich das ohne Probleme einfach entfernen. Ansonsten, wenn ich die Datei nicht anzeigen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das Passwort, dann kann ich das Passwort hier auch mit entfernen, ohne Probleme. Oder ich habe das Passwort nicht, dann kann das Programm eigentlich auch nichts machen. Weil dann ist die Datei wirklich richtig verschlüsselt, teilweise mit 256 Bit Schlüsseln, und die Entschlüsselung würde hier im Prinzip teilweise Jahre dauern, und das macht das Programm nicht. Also das ist kein Programm, das irgendeine Brute Force Attacke macht. Das ist halt ein Programm, was Passwörter einfach entfernen kann, wenn ich entweder das Passwort kenne oder halt nur ein Besitzerpasswort vorhanden ist. Wenn ihr mehr Funktionalität wollt, dann geht natürlich immer auch der PDF Editor. Der hat also dieselben Funktionalitäten wie PDF-Passwort-Knacker, aber kann halt eben bestehende PDF-Dateien eben öffnen, kann die im Prinzip bearbeiten. Ich mache hier mal eine auf, wo vielleicht auch mal ein Textobjekt ist, wo man das mal sieht. Ich kann jetzt hier einfach Sachen ändern in einer bestehenden PDF-Datei. Das kann ich halt mit PDF-Passwort-Knacker natürlich nicht. So, ja, also das ist halt, dann muss man sich entscheiden, was man halt braucht. Wenn man wirklich jetzt nur die Passwort-Sache braucht, dann ist natürlich hier 19,99 Euro
Gut, für PDF-Passwort-Knacker, der PDF-Editor, da kostet dann schon 39,99, hat allerdings dann natürlich dann auch wesentlich mehr Funktionen, aber das ist dann auch ein extra Video, da gibt es extra Videos zum PDF-Editor, was der alles so für Funktionen hat. Also es sind hunderte und ja, also damit will ich auch das Video für heute beenden. Wenn ihr Interesse habt, immer mal wieder von meinem Programm zu hören, dann abonniert doch den Kanal. Ich stelle hier jetzt regelmäßig meine Programme vor. Ich habe hier über 200 Programme auf meiner Webseite. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.